Der Staat ist natürlich eigentlich ein falscher Begriff, denn der Staat sind letztendlich wir alle. Der Staat wird ja unterschiedlich definiert über die verschiedenen Bundeshaushalte, Sozialversicherungshaushalte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird mit dem Staat die Regierung gemeint. Auf der dritten Seite gibt es eben halt, der Staat sind ja wir alle. Entscheidend ist, all diese Dinge sind nur möglich, indem man die neuralgischen Führungspositionen mit den Personen besetzt, die im Interesse dieses Gesamtsystems der NGOs und ihrer entsprechenden Organisationen arbeiten. Von den großen NGOs über die EU bis hin in die Regierungsebene. Und dort sitzen dann die entsprechenden, aus meiner Sicht, Funktionäre. Denn Statisten, im wahrsten Sinne des Wortes, sind Funktionäre. Und dann hat eine Frau Merkel und die verschiedenen Ministerien bis hin zu den leitenden Ministerialbeamten in den großen Bundesbehörden beispielsweise, die dann irgendwo mit auf der Liste stehen, auf der Agenda stehen, die entsprechenden großen Pläne umzusetzen. Und das widerspricht dem Auftrag des Wählers im Rahmen einer Demokratie und einer entsprechenden Wahl. Und um das Ganze noch wasserdichter zu machen, wird die Staatsquote noch weiter erhöht, noch mehr Abgeordnete, noch mehr Beamte zur Kontrolle der Bürger, die die Leistung bringen, durch die Leute, die die Leistung verbrauchen, nämlich die Beamten entsprechenden, die diese Arbeiten machten. Das ist keine Beamtenbashing. Aber die Frage ist ganz einfach die, wir brauchen tatsächlich Kontrollstrukturen und Administration. Aber wenn sie dann irgendwann als Machtinstrument missbraucht werden von Menschen aus dem privaten Bereich, aus dem korporatistischen Bereich, die die Regierung mehr oder weniger im Schwitzkasten haben und wie ich dann schon sagte, dazu auch zu den entsprechenden Peinigern ein Stockholm-Syndrom langsam aufbauen, dann kommen genau diese Zusammenhänge raus, die wir hier gerade sehen. Wir brauchen einen völligen Umbruch der Menschheit in diesen Strukturen. Und das wird immer deutlicher, das wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern und darauf können wir uns auch freuen. Ja, also was heißt jetzt freuen? Natürlich, wenn es denn endlich soweit ist, aber wir sind im Moment in diesem engen Nadelöhr, das wirklich schwer zu durchqueren ist und auch noch schwerer wird. Und da kann man immer nur auch an das Gottvertrauen appellieren, dass wenn wir uns mit der richtigen Macht verbinden und uns mit den Schöpfungsgesetzen beschäftigen, dann werden wir den richtigen Weg finden, fernab von künstlicher Intelligenz, von einer Klimawandelpolitik, die derzeit die gesamte Weltwirtschaft in den Dutt haut. Wir haben ja mittlerweile eine politische Mannschaft erreicht, wo ich mich manchmal wirklich frage, wie das alles noch möglich ist. Da sind Leute, die kaum einen fehlerfreien Satz zustande bekommen, Bundesrats- oder Bundes-, wie nennt sich das, Tagspräsidentin, erinnern mich an Figuren wie Pumuckl und ich kann da manchmal einfach wirklich nicht mehr mit umgehen und stelle einfach nur noch fest, offenbar gibt es eben halt keine wirklich hochwertigen Leute mehr, hochqualifizierten Leute mehr, die sind offenbar in anständigen Berufen. Und ich frage mich, warum so viele jetzt auch in diesen immer größer werdenden Bundestag einziehen. Das ist ja kein Auffangbecken normalerweise für Weggelobte, die in der privaten Wirtschaft nichts bekommen. Und manchmal frage ich mich, wenn das die Elite ist, die hier vorgestellt wird, dann frage ich mich, wie sind denn eigentlich die Abgeordneten einzuordnen, die da noch im Parlament sitzen, die 750 oder knapp 800? Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die quantitative Erhöhung des Deutschen Bundestages mit ihren nun mittlerweile 800 Experten, die da bald sitzen werden, die kostet natürlich Geld. Die Erhöhung der Staatsquote, die uns natürlich allen dient, weil damit endlich eine vernünftige Politik einkehrt. Und 800 Köpfe können natürlich viel kompetenter entscheiden als nur 720 Köpfe, die vorher da waren. Also das ist natürlich die Grundlage. Das kostet natürlich auch viel Geld. Aber ich vermute mal, diese massiven Erhöhungen, die weit mehr als eine Verdoppelung zum Zuge haben, sondern eine Vervierfachung sogar haben, bei einem Bußgeldkatalog, beim Falschparken beispielsweise, dient wahrscheinlich auch dem Klimaschutz. So wird man uns das erklären, denn dadurch wird weniger CO2 freigesetzt, wenn die Gebühr jetzt in Zukunft 110 statt 35 kostet. Das heißt, die
Absurdität kann jeder selbst ableiten. Hier geht es darum, dass eine neue Regierung sich offenbar formiert, die wirklich unglaublich viele Schäden verursachen können oder auch Deutschland wieder aus dieser Problematik herausführen könnten. Und diese Herausführung, die kann ich eben nicht erkennen. Und wenn es zum Beispiel heißt, dass das Umweltministerium aufgeht in ein Klimaministerium, das heißt, die Umwelt spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da werden Plastikmüll, der wird in den ganzen Weltmeeren verklappt und die großen Tanker oder die großen Frachtschiffe, die ihr Öl ständig verklappen in die Meere. Ihr müsst euch das mal über Satellit angucken, was da für eine Verschmutzung stattfindet. Überhaupt kein Problem. Es geht jetzt um das Klimanarrativ, was auch noch völlig umstritten ist und nicht auf wissenschaftlichen Argumenten beruht, sondern auf Modellrechnungen, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Aus diesem Grunde ist sie so umstritten. Wir sehen also hier ganz klar eine Ideologie, die im Anschein ist, hier gerade extreme Zügel zu spannen. Ja, und zu diesem Thema passt eine Meldung aus Baden-Württemberg. Dort zwingt man künftig die Häuslebauer zur Photovoltaik. Also es ist jetzt geltendes Gesetz, dass künftig auf jedem neuen Dach in Baden-Württemberg eine Photovoltaikanlage installiert werden muss. Und wie die teuren Anlagen auf den Dächern jetzt in der dunklen Jahreszeit Strom liefern sollen, woher der kommen soll, wenn die Anlagen nichts liefern, darüber, heißt es bei Tichy, macht sich jedoch ein Abgeordneter kaum einen Kopf darüber. Ja, es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Da werden beispielsweise diese Windkraftanlagen aufgebaut. Der Schwarzwald soll zugespargelt werden. Und man geht davon aus, dass 75% des Jahres, das entspricht nämlich ungefähr diese 2000 Stunden im Verhältnis zu den Jahresstunden, die Dinger einfach stillstehen und gar keinen Strom produzieren. Dafür werden unglaublich viele Umweltvernichtungen in Kauf genommen, diese Betonsockel, die gegossen werden müssen, diese Sonderverbundstoffe, die gebaut werden müssen, die hochgiftig sind, die man nicht einmal recyceln kann, sondern die werden in kleine Stücke zerschnitten und irgendwann dann im Boden verbuddelt. Ob das gesund ist für die Erde, mag auch dahingestellt sein. Und das macht man dafür, dass diese Räder dann zu 75% des Jahres stillstehen, also nur zu 25% des Tages laufen, also ein Viertel des Tages. Das ist unfassbar, das Ganze. Und es wird gemacht. Und dann eben halt auch diese Geschichte mit diesen Solaranlagen. Auch hier gilt es eben halt darum, zu erkennen, dass auch diese Anlagen natürlich mit gewissen Umweltverschmutzungen gebaut und installiert werden müssen. Die Chinesen werden sich natürlich wahnsinnig darüber freuen, weil sie die Rohstoffe dafür liefern können. Aber unterm Strich gesehen ist es natürlich wirklich eine Sache, die relativ wenig bringt. Und wenn man das jetzt in der Energiepolitik mit einfließen lässt, dann stellt man fest, dass eine Grundversorgung des Stroms durch diese alternativen Strommöglichkeiten überhaupt nicht gewährleistet werden kann, weil genau dann, wenn man es braucht, im Normalfall der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und dann geht es eben halt nicht. Das sind reine Ideologien und das mit der Feuerwehr, das finde ich übrigens auch ganz interessant, wenn dann irgendwann mehrere Häuser dann im Jahr abbrennen, weil man dieses Ding nicht gelöscht bekommt, dann einfach Wasser raufkippen. Ich meine, die sind auf diese Solaranlagen, die sind ja auf Leichtmetall gebaut, meistens Aluminium und wenn das beispielsweise ist entflammbar bei, ich weiß nicht was, etwa ein paar hundert Grad, 400-500 Grad schätze ich mal, ist das ungefähr entflammbar und dann brennen eben halt diese Dinge ab und man kann das nicht einfach mit Wasser löschen. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall daran, immer wieder in der Empfehlungskette zu bleiben, Vorsorge zu betreiben. Der Bund und auch große offizielle Organe machen das mittlerweile auch natürlich sehr viel abstrakter und interessanterweise ist das, was man uns als Verschwörungstheorie vorwirft, auf der anderen Seite dann eben halt eine echte sinnvolle Vorsorge ist, obwohl es ähnlich ist, bloß eben halt weitaus verspätet. Wir bleiben dran für euch und behalten auch den Markt da im Auge.